Heute machen wir euch Jungs da draußen zu richtigen Männern. Hast du dir zufälligerweise schon mal die Frage gestellt, warum die Frauen da draußen auf richtig reife Männer oder ältere Männer oder richtig männliche Typen stehen? Es gibt nämlich ganz klare Unterschiede zwischen einem Jungen und einem richtigen Mann. Und über genau die Unterschiede spreche ich heute in diesem Video. Ein Junge wird erst dann zum Mann, wenn er zu 100, wirklich zu 100% Verantwortung übernimmt. Und das meine ich für egal welche Tat, die er tut. Also es gibt natürlich auch mal Dinge im Leben, die laufen mal schief, ja? Die laufen mal nicht so gut. Aber auch dann muss man einfach 100%ige Verantwortung dafür übernehmen. Auch, ja, wenn es mal blöd läuft. Ist einfach so. Und genau das unterscheidet einen Mann auch von einem Jungen. Denn es gibt oftmals die Leute, wenn irgendwas schief läuft, dann schiebt man die Schuld irgendwie auf andere Leute. Ein richtiger Mann macht das nicht, auch wenn Dinge mal schief laufen und es auf seine Kappe geht, dann übernimmt der Mann zu 100% die Verantwortung dafür. Und wenn du diese Verantwortung übernimmst, dann wirst du auch von anderen Menschen ganz anders wahrgenommen. Das kann ich dir versprechen. Wenn du noch young, wild und free bist, dann willst du einfach nur die Welt erkunden, Leute kennenlernen und einfach, ja, die Welt bereisen, am liebsten überall hinfliegen und dir alles anschauen. Und das ist auch vollkommen verständlich. Geld spielt da meistens immer eine zweitrangige Rolle, denn Geld ist einfach nicht so wichtig. Man möchte einfach nur leben. Aber spätestens dann, wenn du zum Mann heranreifst, spätestens dann solltest du deine Finanzen auf jeden Fall unter Kontrolle haben. Denn irgendwann schmiedest du vielleicht auch Pläne, wie zum Beispiel eine Familie gründen oder vielleicht auch die eigenen vier Wände. Und spätestens dann brauchst du halt ein bisschen Kleingeld und da solltest du auf jeden Fall deine Finanzen under control haben. Als Baby, da ist es dir eigentlich vollkommen herzlich egal, was du für Klamotten trägst, denn das checkst du eigentlich überhaupt noch gar nicht. Als Kind, da ist es dir eigentlich auch noch relativ egal, da willst du eigentlich nur spielen und du ziehst das an, was die Mutter da morgens hinlegt. Als Teenager sieht das schon ein bisschen anders aus. Als Teenager hat man schon so ein bisschen seinen eigenen Geschmack und möchte auch seine eigenen Klamotten auswählen und entwickelt auch seinen eigenen Geschmack. Aber spätestens als Mann solltest du wirklich wissen, was dir steht, welche Kleidung du trägst und was für einen Stil du hast. Heißt, ein richtiger Mann weiß, was er zu tragen hat, weiß, wie er sich gut kleiden kann. Und damit meine ich nicht, dass du der nächste Fashion-Blogger werden sollst oder der nächste Fashion-Guru werden sollst, sondern ich meine einfach, dass ein Mann wirklich die grundlegenden Richtlinien kennt, was er anzuziehen hat, welche Farbe passt zu einem, welches Kleidungsstück kann ich zu welchem Anlass anziehen. Und genau da ist der Men's Style Guide eine richtig gute Hilfe. Der Men's Style Guide ist ein E-Book zum Thema Outfits und Styling und gibt dir einfach so ein paar Richtlinien mit auf den Weg, die du als Mann brauchst, um dich gut zu kleiden. Mit dem Gutscheincode DIANKORTE20 bekommst du übrigens auch 20% Rabatt auf dieses E-Book. Kannst du ganz einfach aufs Handy runterladen. Und eins kann ich dir an dieser Stelle schon mal sagen, auch die Frauen der Schöpfung finden es richtig sexy, wenn die sehen, dass der Mann sich gut kleiden kann. Und wo wir gerade schon beim Thema Kleidung sind, da müssen wir über eine Sache sprechen. Ja, das müssen wir einfach in diesem Rahmen. Ein Junge wird erst dann zu einem Mann, wenn er seinen ersten richtigen Anzug im Kleiderschrank hat. Heißt, wenn du noch keinen Anzug im Kleiderschrank hast, mein Freund, dann wird es Zeit. Denn irgendwann kommt einfach auch die Zeit, wo man als Mann einfach einen Anzug braucht. Und ein Anzug ist einfach für jeden Mann da draußen Pflicht. Ein Anzug ist auch ein zeitloses Kleidungsstück, was man immer wieder tragen kann, teilweise über Jahre hinweg, vielleicht sogar über Jahrzehnte hinweg tragen kann, wenn es die Körpermaße zulassen. Und sieh einen Anzug einfach als Investition in deinen Kleiderschrank an, den du immer wieder tragen kannst und den du einfach auch als Mann brauchst. Und ein Anzug ist auch wohl das Kleidungsstück, mit dem wir Männer das Maximalste aus uns herausholen können. Von daher ist ein Anzug einfach Pflicht für jeden Mann da draußen. Fünftens, ein richtiger Mann spielt keine Videospiele. Und Leute, ich sehe jetzt schon die ganzen Kommentare hageln. Ja, es hagelt jetzt wahrscheinlich schon Kommentare, wenn ich das hier sage. Aber Leute, lasst mich das Ganze wenigstens ganz kurz erklären. Wenn du älter wirst, wenn du reifer wirst, dann realisierst du, dass du nur eine begrenzte Zeit auf diesem runden Erdball hast. Und diese Zeit, die begrenzt ist, die möchte man natürlich auch so gut es geht nutzen. Und jeder von euch kennt das, der schon mal ein Videospiel gespielt hat. Die Zeit verrinnt einfach nur so, wenn man Videospiele spielt und auf einmal sind 4, 5, 6 Stunden einfach weg. Es gibt überhaupt nichts dagegen zu sagen, wenn man zum Beispiel mal einen Videospieleabend macht mit Freunden oder ich kenne sogar einen Arzt, einen Unfallchirurg, der nutzt zum Beispiel Ego-Shooter, um nach der Arbeit einfach ein bisschen runterzukommen. Spricht nichts dagegen. Aber die Computerspielsucht ist bei
jungen Erwachsenen und bei Jugendlichen halt sehr weit verbreitet. Und teilweise ist es sogar so, dass viele Jugendliche einfach zu viel Zeit vor der Konsole verbringen bzw. mit Computerspielen verbringen. Und wenn du das Gefühl hast, dass das bei dir nicht mehr im Verhältnis ist, dann versuch es einfach ein bisschen zu reduzieren. Also es spricht nichts gegen eine Partie FIFA mit deinen besten Freunden, aber Leute, versucht das Ganze wirklich einfach in Maßen und in einem vernünftigen Rahmen zu halten. Sechstens, ein richtiger Mann weiß, wie er eine Frau zu behandeln hat. Wenn du noch jung bist, ein Junge bist, ein jugendlicher Erwachsener, dann spielst du möglicherweise das Spiel und versuchst einfach, so viele Frauen wie möglich abzuchecken und möchtest dann auch sehen, wie viele Frauen schaffe ich denn eigentlich abzuchecken? Wie viele Frauen kann ich eigentlich ergattern? Aber wenn du älter wirst, wenn du reifer wirst, dann möchtest du eine Frau an deiner Seite haben, die du liebst und respektierst, genauso wie sie dich liebt und respektierst. Und da machen solche Spiele einfach gar keinen Sinn mehr. Ein richtiger Gentleman weiß ganz genau, wie er eine Frau vernünftig zu behandeln hat. Siebtens, richtige Männer können vergeben. Wir Menschen sind nicht perfekt. Keiner von uns ist perfekt. Wir alle machen Fehler in unserem Leben. Und wenn dir jemand Unrecht zufügt, ist es natürlich schwierig, das nicht an sich heranzulassen, gerade dann, wenn die Person zum Beispiel dir sehr nahe steht. Aber als richtiger Mann schaffst du es, dieser Person zu vergeben. Anstatt sauer zu sein, kannst du die Energie einfach umwandeln. Wenn du einer Person vergibst, dann versuch diese Energie umzuwandeln in eine eigene Motivation. Und da gibt es ein lustiges Beispiel, zum Beispiel Oliver Kahn. Ja, der wurde so oft in Stadien mit Bananen beschmissen. Beschmissen von oben bis unten. Der ganze Strafraum lag voller Bananen. Und Oliver Kahn hat das als Motivation genommen, um noch besser zu werden. Und genau das solltest du auch tun. Achtens, Slang ablegen. Falls du dich als junger Mann oder Jugendlicher vielleicht mit den falschen Leuten unterwegs gewesen bist oder vielleicht in einer Region aufgewachsen bist, wo man vielleicht einen Slang drauf hatte, kann ich dir empfehlen, diesen Slang einfach abzulegen. Denn richtige Männer, reife, gebildete Männer, die haben keinen Slang drauf. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie einen Dialekt. Ja? Dialekt hört sich manchmal auch komisch an. Aber es gibt einfach so manche Floskeln, die man sich vielleicht als Jugendlicher aneignet, die aber gar nicht cool sind. Ein richtiger Mann weiß, wer sich zu artikulieren hat, hat ein gutes Vokabular und das zeugt einfach auch von Reife und einfach auch von Bildung, wenn man sich gut artikulieren kann. Falls du noch weitere gravierende Unterschiede kennst, die einen Jungen von einem Mann unterscheiden, dann schreib sie gerne unten in die Infobox rein. Ich bin gespannt, was ihr da schreiben werdet. Und für alle da draußen, die sich gerade auf der Reise befinden und zum Mann heranwachsen, ich wünsche euch eine wundervolle Reise auf dem Weg zu einem richtig feinen Gentleman.